schon wieder da. Na, du hast aber also richtig Montagslust heute, oder? Den Montagsblues. Irgendwie. Montagsfrust und Montagslust. So geht Montags- dir richtig Lust. Ab heute. Was, musstest du arbeiten heute? Ich durfte. Ich habe einen ganzen Tag am Rechner gesessen, schon viereckige Augen. Dann machen wir gleich weiter, weil wir viereckige Augen hatten. Hallo Borgheide, hallo Welt. Da ist er wieder, der Matze und hier. Und der Lutze. Hm. Ja, wir haben uns wieder ein bisschen was zusammengeschrieben. Mal gucken, ob wir das ordentlich ohne zu stottern über die Bühne kriegen. Guten Gruß der Woche nicht vergessen. Tag. Achso. Schön, dass ich hier bin. Grüß dich, Matze. Ja, wir grüßen mal heute. Jetzt haben wir gar nicht abgesprochen. Nicht vergessen. Wir schicken beste, nochmal, also garantiert noch dreimal beste Genesungswünsche an Holzi. Heute geht unser Gruß an Holzi. Genau. Halte durch. Das Corpus Delicti oder das Übel sehen wir nachher noch im Fußballvideo. Genau. Ich hoffe, du bist schon wieder fit, halbwegs und zurück aus dem OP. Wissen wir nicht. Turbine, da war auch Fußball. Turbine war... Fußball, ja, Turbine-Mädels waren in Borgheide und haben das Hotel Fliegerheim als Location für ihre Fotodokumentation 2021-22 genutzt. Aber warum soll ich denn hier so viel erzählen, Lutze? Starte bitte den Film. Hallo Borgheide! Schon wieder in Borgheide unterwegs und diesmal im Hotel Fliegerheim beim Stefan Rüdemösentin. Stefan, was ist denn hier heute schon wieder los? Ja, Matze, wir haben heute eine Session, eine Fotosession von der Frauenfußballmannschaft Turbine Potsdam. Ja. Die machen bei uns eine Fotosession in ganz alten Kostümen aus den 20er, 30er Jahren. Die machen ein Bildband über die Turbine Potsdam für 2021, 2022. Die haben sich unser Haus dafür ausgesucht in Verbindung mit dem Oldtimer Club Caput, die also ihre Autos hierher gefahren haben. Wir haben unsere Autos hierher gefahren, in Bereitschaft gestellt und heute wird den ganzen Tag bei uns hier im Haus Fotos gemacht mit tollen Mädels und tollen Jungs auch, die dabei sind. Also die ganze Mannschaft ist hier und Trainer und Masseur und alle, die dazugehören. Und wir werden heute einen tollen Tag verleben mit vielen Fotos, die wir dann auch demnächst zeigen werden. Und dann kriegt ihr natürlich auch so ein Bildband dann hier im Fliegerheim garantiert zum Auslegen, ja, wo man sich den mal angucken kann. Selbstverständlich kriegen wir auch ein Bildband, ja, was wir dann noch zeigen können, dass wir also hier wieder unser schönes Borgheide international präsentieren können. Ihr habt ja auch eine wunderbare Location für so eine Sachen hier im Garten, ja, mit den schönen Eichenbäumen hier ist ja alles top vorbereitet, muss ich mal sagen, jahrelang drauf hingearbeitet, um so eine Location zu präsentieren. Genau, und der liebe Gott schickt uns wieder schönes Wetter heute, da sind wir auch sehr dankbar drüber. Moment, das Wetter mache ich, ja. Und die Mädels und die ganze Mannschaft, die Crew, die freuen sich drauf, um hier tolle Bilder zu machen. Stefan, ich wünsche euch hier einen sehr schönen Tag. Ja. Und viel Erfolg bei der Fotosession heute. Vielen Dank und schön, dass du wieder da warst. Gerne. Dankeschön. Tschüss. Und fertig, siehst du. Ich habe gar keine Turbine-Mädels gesehen. Doch, die saßen hinten im Bulli. Ja toll, konnte man ja gut deutlich sehen. Ich dachte, du warst mal mit der Kamera dran, wenn du schon da bist. Ich würde doch nicht mal im Weg stehen. Das machen sie alle. Du durftest also nicht ran an die Mädels. Naja. Ich wollte da nicht stören, sagen wir es mal so. Also, er hat sich vornehm zurückgehalten, wie man sieht. Er hat nämlich Angst vor Frauen. Habe ich dich verraten? Sollte ich das gar nicht erzählen? Okay. Keine privaten Details hier. Na, wir gucken mal, wie das Ergebnis aussieht. Vielleicht kriegen wir es ja mal zu sehen. Dann gibt es noch mal Infos von der Hans-Grade-Gesellschaft. Die suchen toten Mann. Na, nicht ganz. Nicht ganz. Eine Puppe, ne? Eine Schaufensterpuppe. Eine Schaufensterpuppe. Und zwar... Am 23.10. hatten wir ja schon berichtet, letztes Mal soll ja das Original von dem Hans-Grade-Flieger, die Libelle, also das Modell, nachgebaute 1:1-Modell, auf dem Marktplatz vorgestellt werden. Und dafür brauchen wir eine männliche, nicht wir, die Hans-Grade-Gesellschaft, eine männliche Schaufensterpuppe. Wäre nicht schlecht, wenn die aussieht wie Hans-Grade oder so ungefähr. Zuzüglich. Jedenfalls mit knielangen, dunklen Ledermantel, eine alte Herrenhose, die wir zu Knickebockerhosen umändern können und gern auch ein paar alte Schuhe. Hast du noch ein paar alte Schuhe? Nee, habe ich nicht. Aber da brauchst du doch bestimmt so eine dicken Schnürschuh oder so, wa? Wie so eine Wanderschuhe. Was hatten die denn für Schuhe früher? So eine Botten. Also Darmstrümpfe, Hosen geht nicht, trotz Gender oder was. Egal, ist ja Flohmarkt demnächst auf dem Sportplatz auch. Dann könnt ihr ja mal alles mitbringen, genau, was ihr so habt. So,
Nächste Info, Daumen drücken für Borgheide, die Waldsiedlung hat Zukunft. Hat uns eine Mail erreicht. Genau, denn am 13.09.2021 ist es soweit. Die Siedlung ist der einzige Ort in der Zauche, der sich im Wettbewerb gegen 6 weitere Dörfer gestellt hat und zeigen will, dass Borgheide ein lebenswerter Ort ist. Und die dürften auch einige Chancen haben, denn der Ort wächst, die Infrastruktur stimmt, das Vereinsleben sowie der Zusammenhalt sind intakt. Vermutet zumindest der Andreas Koska und wünscht der Waldgemeinde viel Erfolg bei Unser Dorf hat Zukunft. Genau, und das wird schon was werden, weil wir hatten ja auch die Finger damit drin. Achso, okay. Du, ja? Ja. Na, ich auch, ja. Ja. So, dann du haben wir dann noch eine Info. Ob's dann noch natürlich was wird, wenn du da... Nee, ist ein anderes Thema. Und zwar, möchte jemand seine Garage verkaufen oder so? Garagenverkauf. Ja, ich nehme die. Ist Garagenverkauf. Die Familie Schäck hat angekündigt, dass sie am 29.08. ist ein Sonntag, das heißt der nächste kommende Sonntag, Garagenverkauf machen will. Und zwar waren die in Kleistow beim Trödelmarkt. Da war das Wetter denn doch nicht ganz so schön. Oder doch, eigentlich schon. Sonntag hat es geregnet. Welchen Sonntag? Na, am gestern. Aber nicht nachmittags. Aber Vormittag. Das ist schlecht. Und jedenfalls am Samstag und konnten nicht alles verkaufen. Deswegen machen sie einen Garagenverkauf. Das heißt, sie verkaufen natürlich aus der Garage heraus im Angebot Bücher divers. Mhm. Triller, Krimi, Kinderbücher, Sachbuch, Antikes und Fundusware. Ach so, das Bücher divers. Mhm. Kleidung divers. Schuhe, Spielwaren, Haushalt wie Tupper, Porzellan, Gläser, Geschirr, etc. Handtaschen. Oh, da muss der Herr Schelk seine Handtaschen abgeben. Das war jetzt der Lockbegriff. Handtaschen. Damit locken sie Leute raus. Ja, die Fußballfrauen können da hingehen, wenn die nicht mit nach Werder wollen. Deko, diverse, teilweise von anderen Kontinenten. Deko von anderen Kontinenten. Ja. Mhm. Und ein Herrenfahrrad zum Beispiel. Vorbeikommen lohnt sich allemal. Und das Ganze findet statt am Steinpilzweg 8. Haus ohne Zaun, also bei der Familie Schelk, ab 12 Uhr am Sonntag. Am 29.08. Am 29.08. Und die Franziska hat mir mitgeteilt, dass, wenn sie es über sich bringt, backt sie auch einen Pflaumenkuchen oder so. Oder einen Blechkuchen oder so. Ich habe gesagt, ich will Sekt haben. Aus gutem Blech. Aber um 13 Uhr ist schon Fußball. Das ist echt eine blöde Zeit hier. Mal gucken. Wir wissen ja noch nicht, ob wir das überhaupt schaffen. So, also die Garage ist nicht zu verkaufen, hat sie geschrieben. Wird auch nicht vermietet. Ist nämlich voll höchstwahrscheinlich mit einem Haufen Plunder oder wo der verkauft werden muss. Ich müsste reden und denken nicht verwechseln. Achso, ich darf das nicht sagen. Hm? Entschuldigung, Franziska, ich sage das nie wieder so. So, dann haben wir noch was und zwar Sport hatten wir gewesen, Matze. Hatten wir gewesen. Hatten wir auch gewesen. Gut dabei am Sonntag. Getutet, ja. Ja, wir haben da gewesen sein. Ja, war natürlich durch ein aber tut mir alles weh. Mir tut's weh, wenn es anderen weh tut. Ja, mittendrin, den Kiefernbruch könnt ihr euch noch live angucken oder weggucken, je nachdem. Aber ansonsten über das Spiel lassen wir erstmal Lutze und Markus reden. Genau. Wir haben natürlich wie immer einen Film. Matze, drück du mal auf den Knopf. Ja, ich habe auch keine Kamera bei dir. Die wissen gar nicht mehr, wie Video machen geht, so interviewtechnisch, ja, richtig. So nach dem Fußballspiel. Aber ich würde mal sagen, jetzt. Okay. Ach, wir sollen anfangen, übrigens. Ja. Markus. Tag. BNTV wieder hier beim Fußballspiel, zweite Ligaspiel. Ja. Niemek verloren. Heute auch verloren. Erste Halbzeit war nix mit X. Zweite Halbzeit war richtig gut gewesen, auch wenn es ganz, ganz unschöne Szenen gab. Holzi hat die Profile vom Schuh ins Gesicht gekriegt. Sieht nicht gut aus. Mal sehen, was draus wird. Die sind ja zum Arzt. Ja. Wie beurteilst du das Spiel? Die erste Halbzeit würde ich etwas anders beurteilen. Wir sind gut reingekommen. Wir hatten die ersten 15 Minuten, war ein gutes Spiel. Wir haben auch unsere Chancen gehabt, haben es halt nur nicht gemacht. So, und draußen stehst du eigentlich schon und sagst, wenn du die Chancen nicht machst, dann musst du halt aufpassen, dass du sie dann irgendwie nicht hinten kriegst. Und dann ist genau das passiert. Ne? Dann haben sie halt ihr 2-0 gemacht. Und man muss mal nach den letzten 2 Jahren sagen, auch mit Corona das eine, aber die Spiele, die wir gemacht haben, waren ja jetzt auch nicht super erfolgreich. Ne? Das muss man ja auch mal dazu sagen. Das steckt natürlich in den Köpfen drin von den Spielern. Und jedes Mal, wenn man dann sowas kriegt, eigentlich gut anfängt, gut dabei
frei ist, den Gegner auch gut unter Druck setzt und dann kriegst du zwei Gegentreffer durch drei Schüsse von denen im Grunde genommen. Ja, dann geht der Kopf ein bisschen runter, dann wird alles wieder schwerer, dann geht ein bisschen Gemecker los und so, das steckt ja irgendwo drin. So, das ist, versucht man natürlich irgendwie wegzukriegen. Haben wir auch versucht, in der Halbzeit wegzukriegen und zu sagen, pass auf, wir fangen bei 0-0 an. Zweite Halbzeit, wir müssen halt einfach uns belohnen. Ne? Wir haben ja unser Spiel gemacht und dann sind wir davon weggekommen. Und das haben wir gemacht, genau. Da stimme ich dann mit dir vollkommen überein. Zweite Halbzeit war richtig super. Kämpferisch gut. Spielerisch geht natürlich immer noch ein bisschen mehr, aber kämpferisch gut, moralisch wiederzukommen, gerade weil wir ja in der zweieinhalb Zeit ja nur das 0-3 kriegen. Also gleich den ersten Treffer, kurz am Anfang. Und dann mal locker mal drei Tore noch zu machen, die zweite Halbzeit zumindest 3-2 zu gewinnen, wenn dann auch insgesamt ein 3-4 rauskommt. Dann, ja, dann kommt sowas bei raus, dann ist das am Ende nicht ganz so schön, aber wir nehmen zumindest wieder was Positives auch mit aus dem Spiel. Ja, war jetzt ein bisschen Pech. Ich habe gesehen, dass die Mannschaft eigentlich zur Halbzeit gar nicht in die Kabine gegangen ist, sondern ihr habt es gleich draußen geklärt. Ja. Du hast die Mannschaft nochmal ordentlich motiviert und das war tatsächlich zumindest in meinen Augen in der zweiten Halbzeit wirklich deutlich zu sehen. Aber es wurde auch wesentlich heißer, das ganze Spiel. Und wie gesagt, Holzi, gute Besserung übrigens. Ja. Ja, ich hoffe mal, gucken, was er hat. Ich habe nur gehört, geblutet, irgendwie am Kiefer. Genau, so. Kiefer hat er richtig offen gehabt und ich glaube, der war auch ein bisschen unten durch gewesen, ja, weil er war euer Stürmer. Naja, hat zumindest sehr gut angeschoben von hinten, hatte aber kurz vorher schon signalisiert, dass er wechseln muss, weil er was am Oberschenkel hat. Da sieht man aber dann, dass er sich in den nächsten dann auch nochmal so reinwirft. Ja, so 3-4 Szenen, da hätte ich mir auch vom Schiedsrichter einfach klarere Linie gewünscht und da auch ein deutliches Zeichen an den Gegner, der natürlich gemerkt hat, dass er jetzt, wo er unter Druck ist und dann das erste Gegentor kriegt, das zweite Gegentor kriegt, dass er natürlich dann jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr den Kampf annehmen muss. Ja, aber wenn man dann übertreibt, muss der Schiedsrichter halt die Spieler schützen. Das ist dann halt einfach der Punkt. Und wenn er das halt nicht tut, ja, dann passiert halt sowas. Wobei ich jetzt bei der Verletzung, das ist natürlich auch ein bisschen unglücklich gewesen. Ne? So, ja. Das hat er natürlich nicht gewollt, da sind sie einfach so gefallen. Aber wie gesagt, wenn man vielleicht vorher ein Zeichen setzt, dann gehen die nicht ganz so hart rein und dann wäre das vielleicht nicht passiert. Ja. Gut, das war jetzt das zweite Ligaspiel. Wie siehst du den weiteren Verlauf? Optimistisch höchstwahrscheinlich? Ja, aus zweierlei Gründen. Der erste Grund ist, dass wir heute unsere ersten drei Tore geschossen haben. Ein großes Manko, auch in der letzten Saison, wo wir kaum Tore geschossen haben. Dass wir heute zwei Leute gerade defensiv nicht dabei hatten, die wir heute wieder ersetzen mussten im Zentrum, was dann schwierig ist, von denen ich weiß, dass sie qualitativ nochmal was reinbringen in die Mannschaft, wodurch wir vielleicht den einen oder anderen Gegentreffer heute verhindert hätten. Und ohne jetzt zu sagen, dass die dann schuld waren, aber vielleicht hätte es einfach geklappt. Und ja, und dann war vor dem Spiel, hat jemand die Anzeigekarten da hinten hingelegt und da stand unten, als sie da standen, 3-4 für den Gegner. Und ich habe gesagt zu der Auswechselbank, das möchte ich nicht nochmal sehen, was soll denn das? Wer packt denn hier diese Anzeigetafeln so hin mit 3-4? Und siehst du ja, was rausgekommen ist? 3-4. Ja, erste Maßnahme, die ich natürlich, und das lässt mich als zweites hoffen, dass es besser wird, ist, dass ich gesagt habe, ab sofort liegt da 9-0. Ja. Und dann hoffe ich natürlich. Perfekt. Markus, nochmal ein ganz kurzes Wort. Wir haben teils neue Spieler als damals im Abschluss der alten Saison, bevor Corona losging. Hm. Wie schätzt du die Leute ein? Ja, kommen gerade so mit rein in die Mannschaft, machen ihre Sache gut. Ja, mehr kann man eigentlich noch gar nicht so sagen. Die müssen sich auch noch ein bisschen finden, auch noch ein bisschen gucken, wo sind ihre Stärken, müssen wir auch noch mal gucken. Und ja, es ist auch schwierig bei uns. Wir sind immer wieder neu zusammengewürfelt, müssen dann die Positionen tauschen. Das ist jetzt auch nicht ideal für alle nicht und auch für die Neuen natürlich noch mal schwieriger. Aber insgesamt, Matthias jetzt vor allen Dingen ist auch sehr, sehr gut reingekommen. Also hoffe ich, dass das auch gut weitergeht. Gut, nächsten Sonntag, das nächste Spiel gegen wen? Wir spielen auswärts auf jeden Fall. Wie, okay, wir schauen mal nach und blenden es ein. Genau, blendet es doch einfach wieder ein. Wir schauen nach, blenden es ein und wünschen der Mannschaft natürlich alles Gute für die Mannschaft. Also zumindest heute hier war richtig heiß, auch auf dem Publikumsrängen. Die haben alle mitgefiebert, fanden natürlich die Entscheidung des Schiedsrichters nicht ganz so toll. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob das gerecht war oder nicht, kann man sich immer, aber... Ja. Toi, toi, toi für die Mannschaft und für das Ligaspiel und dass wir langsam, aber sicher den Tritt finden. Ja. Und das war's für heute hier vom Sportplatz Werder. BSV richtig. 90. Nächste Woche, richtig gesagt, beim Werderaner FC. Sehen wir gerade an. Matze, du bist auch hier. Ich würde auch Holzi alles Gute wünschen nochmal. Ja? Ja. Gute Besserung und halte durch. Es wird. Ja. Toi, also, toi. Bis nächsten Sonntag. In Werder. Alles Gute. Alles klar. Und tschüss. Tschüss.
Ja, war ganz schön lang, ne? Aber war der erste, war ja das zweite Spiel der Saison und wir wünschen dem Holzi natürlich alles, alles Gute und wirklich gute Besserung. Und wir wünschen natürlich den anderen Spielern, dass denen sowas Ähnliches in irgendeiner Art und Weise nicht passiert. So Knochenbrüche sind immer. Der Freistoß nach dem Tritt am Kopf ging übrigens gegen Burgheide. Ja. So. Das zum Fußball. Nächstes Spiel ist gegen Werder am Sonntag und zwar schon um 13 Uhr, also sehr früh. Ich verstehe gar nicht, warum die so komische Zeiten haben diesmal. Diesmal ging das Spiel um 14 Uhr los, eigentlich sonst immer 15 Uhr und am Sonntag. Richtung Winter wird es ja früher. Ne? Um 13 Uhr. Und dann gibt es noch eine sportliche Veranstaltung und zwar Matze am Veranstaltung, 4.9., 5.9. 4.9. ist ja sowieso. 4. ist alles. Alles. Alle Veranstaltungen alles, am 4. Genau. Ja, beginnt auf dem Sportplatz. Mit der Sportplatzeröffnung hat man schon drüber berichtet. Und da ist ja auch ein Flohmarkt, kann man sich noch anmelden. Und Fußball ist da auch noch so ein bisschen nebenbei. Sportabzeichentag. Drachensteigen. Und das geht so bis 17 Uhr. Parallel danach auf dem Schulhof, der besondere Abend. Und parallel in der Feuerwehr ab 15 Uhr, da muss ich dann ganz schnell rüberhechten, ist dann 90 Jahre nachgeholtes Burgheide Feuerwehrfest. Genau. Ja. Und am 5.9. sprich am 5.9. geht es frühmorgens los um 10 beim Quattro Beach Volleyballturnier im Waldbad Burgheide. Das dann auch wieder, wer noch nie da drin war oder sich einfach mal das Waldbad angucken will. Wir machen an dem Tag wieder Tag der offenen Tür. Ja, da fällt mir übrigens noch was ein. Das ist ja nicht das Einzige, was hier ist. Am 5.9. Was noch? Ja, da ist doch Volker mit seinem Triathlon unterwegs. Ja, da ist aber von Netzen bis hierher, da stehen nicht so viele Leute am Straßenrand. Nee. Da sind wir aber dabei und wir werden dann ein kleines Filmchen drehen drüber. Genau. Über den privat organisierten Triathlon. Der soll diesmal gut bestückt sein mit 10 Leuten oder so. Das ist doch gut. Ja, also wesentlich mehr als letztes Mal. Na, mal gucken. Müssen wir wieder die Badehose anziehen, falls wir aus dem Boot fallen. Du weißt, es wird kalt, ich ziehe mir Gummianzug an. So, das war es im Großen und Ganzen. Jetzt fehlt nur noch das Wetter, Matze. Du hast es ja nicht hingekriegt. Wir haben ja jetzt schon Oktoberwetter. Och, naja, also gestern Nachmittag war es noch schön. Aber das hat sich heute Morgen oder Nacht, ich glaube, 2 und 3 ging es los. Hat es ja schön losgeschüttet und bis heute Morgen. Und es wird es bleibt so um die 20 Grad, aber nur bis Mitte der Woche. Aber die ersten Nachttemperaturen im einstelligen Bereich haben wir Mittwochnacht zu verzeichnen. Und Richtung Wochenende wird es nochmal richtig nass. Das Tief, sieht nicht gut Tief aus. Manfred, wie heißt der? Wie ist der? Tief Manfred kommt und macht so ein bisschen. Manfred? Manfred macht alles ein bisschen nass hier. Ja. Also, das war es eigentlich mit dem Sommer, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Das wird sich nicht mehr drehen. Jetzt kommt ja der September nächste Woche, übernächste Woche. Ja. Und dann ist schon Schicht im Schacht. Wir freuen uns einfach, dass wir hier kein Hochwasser haben. Richtig. Und der Wald nimmt den Regen ja dankbar auf. Gut, das war's mal wieder für diesen Montag. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt trocken, wenn das Wetter nicht hergibt, mit dem Regenschirm oder so. Und dann sehen wir uns am nächsten Montag wieder. Mal gucken, was bis dahin alles passiert. Wollen Sie beim Weisheitfahren raus und ich habe eine dicke Backe. Das mache ich nachher. Mhm. Ich habe noch irgendwo eine Zange da und einen Presslufthammer und dann hole ich dir den raus. Also, euch eine schöne Woche wünschen, wie immer hier vor der Kamera. Matze und Lutze. Und tschüss.